SharePoint-Podcast, Ausgabe 408 vom 16.04.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon ja, Michael Grill. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 408. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute vorösterlich mit einem kleinen Spezialthema. Es geht heute mal um den guten Ton. Ja, um den guten Ton im Podcast, den guten Ton in euren Videos, in euren Audioproduktionen, Videoproduktionen. Und da habe ich ein paar Informationen mitgebracht und auch ein paar Interviews von der Subscribe 10 der Deutschen Podcaster-Konferenz, die vor 3 Wochen in Köln stattfand. Die Konferenz war zu Gast beim Deutschlandfunk im Rundfunkhaus des Deutschlandfunkes. Cooles Gebäude. Und ja, davon werde ich euch berichten. Und wie gesagt, ich habe 2 Interviews mitgebracht. Komme ich gleich zu. Doch zuvor 2 Hinweise. Einmal auf unsere Community-Angebote auf SharePoint Social. Wir haben derzeit 3 Angebote von Konferenzanbietern, die euch vergünstigten Eintritt zu ihren Konferenzen ermöglichen. Das ist der Collaboration Summit in Wiesbaden Ende Mai. Das ist die SharePoint-Konferenz Wien vom 24. bis 26. Juni in, in Wien. Na klar, deshalb heißt sie auch so. Und last but not least auch die europäische SharePoint Office 365 und Azure-Konferenz vom 2. bis 5. Dezember in Prag diesmal hat ihre Coupons aufgemacht und dort kann man sich auch schon anmelden und gibt einen entsprechenden Rabattcode. Die Infos dazu findet ihr alle in den Shownotes im entsprechenden Link und könnt euch dort umschauen. Und dann als 2. möchte ich euch wieder mal auf ein Webinar einladen, das ich in diesem Falle zusammen mit der Firma Allgeier mache. Und wir wollen uns mal über das Thema The Modern Microsoft Secure Workplace unterhalten, also so Themen Verschlüsselung und Ähnliches abarbeiten. Das Ganze kommt am 9.05. um 14 Uhr. Auch da packe ich euch den Links in die Shownotes. Und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, dann kommen wir mal zum Thema der gute Ton. Das ist ja immer was Wichtiges. Und ich war, wie gesagt, auf der Subscribe 10 der Deutschen Podcaster-Konferenz. Ich glaube, da waren über 250 Leute da. Es gab eine riesengroße Wand, wo jeder Podcaster der das wollte und der sich zu der Konferenz angemeldet hatte, quasi in Form eines DIN A4-Bogens ausgedruckt war, sodass man sich also mal einen Überblick verschaffen konnte, wer alles da ist, was der für einen Podcast macht und was er vielleicht noch sonst noch macht, was für sein Hintergrund ist. War toll zu sehen, viele davon kannte ich gar nicht, obwohl ich ja nun doch schon relativ lange dabei bin. Und es waren nicht nur Hardcore-Podcaster da, sondern auch viele aus Medienunternehmen. Also die Vorträge dabei waren unter anderem bestückt von Mitarbeitern der Zeit, des Fokus, vom Spiegel, von dem Deutschlandfunk, vom Schweizer Rundfunk. Ja, es war eine bunte Mischung und natürlich gab es auf dieser Podcast-Konferenz auch ein Update zu unserem Power-Toolset für Podcaster made in Germany and Austria, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, denn es haben sich ja in den letzten, wie lange ist das jetzt her? 3, 4 Jahren ungefähr, ist ja doch einiges entwickelt worden. Ich sage mal nur Podlove, Tim Pritlove und das ganze Team, die WordPress-Plattform fürs Podcasting entwickelt haben. Dann Ralf Stockmann und das ganze Team, die das Thema Ultraschall vorangetrieben haben, also das Plugin oder den Aufsatz auf die Digital Audio Workstation Reaper, mit der man seine Podcasts am Rechner aufzeichnen kann und zwar so, dass es einem wunderbaren Podcast-Flow entspricht. Auphonic mit dem Georg Holzmann, der sozusagen, ich sage immer, den Goldstaub über unsere Audio-Podcasts steuert, denn ihr wisst, habe ich glaube ich auch schon öfter mal hier erzählt, der Podcast, den ich hier aufzeichne, lade ich immer auf Auphonic hoch und dann werden da so ein paar Optimierungen gemacht. Lautstärkeanpassung, Rauschunterdrückung, Luftanhebung, Bild reingepackt, wenn man will, auch noch eine Transkription gemacht und all dieses. Das ist das eine, er war da. Und dann der Sebastian Reimers, der Studio Link macht,
mit dem ich Audio über IP verbinden kann. Also wenn mein Partner, mit dem ich einen Podcast zusammen mache, nicht direkt neben mir sitzt, sondern vielleicht am anderen Ende der Welt, dann ist eine gute Tonqualität und die möglichst auch latenzfrei sein sollte, unablässig für einen guten Ton im Podcast. Und das macht eben StudioLink. So, ja, das war mal so die Übersicht über die Tools. Also die waren alle da, haben ihre Vorträge gemacht. Die Vorträge könnt ihr euch übrigens auch fast alle Vorträge anschauen, die in den großen Sälen stattgefunden haben. Denn sie wurden per Video aufgezeichnet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann steigen wir doch mal ein. Also, Magic für die Ohren mit Auphonic und mit dem Georg Holzmann. So, wen habe ich jetzt bei mir? Georg Holzmann. Genau, und du bist der Mann mit dem Audio-Goldstaub in den Händen, wo man der praktisch aus unseren Podcast-Audio-Dateien dann so das Richtige rausholt, damit sie auch genau gut klingen. Du machst Auphonic. Was macht Auphonic? Also, Auphonic ist ein Webservice und auch Desktop-Software zur automatischen Audio-Nachbearbeitung. Das heißt, was macht das? Analysiert Audiodateien und wie ein Toningenieur auch, versucht einmal zu verstehen, was sind Musikteile, Sprachteile und andere Störgeräusche. Und dann versucht er Lautstärken auf gleiche Levels zu bringen, also verschiedene Sprecher, Musikteile, Noise-Sachen wegzurechnen. Also Hintergrundrauschen. Genau, Hintergrundrauschen, Störgeräusche sollen eben nicht verstärkt werden und Sprache soll verstärkt werden. Dann noch diverse andere Sachen natürlich dazu, also Filterung ein bisschen und Lautness-Normalisierung, damit unterschiedliche Dateien gleich laut sind im Durchschnitt. Zusätzlich nach dieser Audiobearbeitung gibt es noch andere Sachen wie Metadaten und Enkodierung, dass man eben sein MP3-Format erstellen kann oder AAC-Format oder was auch immer. Aber ihr habt ja mittlerweile ganz viele Formate. Ja, da gibt es ja unterschiedlichen Bitraten in Formaten. Genau. Ja. Ihr könnt Videos erstellen, Audiogramme. Mhm. Ihr könnt auch mittlerweile Transkriptionsdienste anbieten. Genau. Wie funktioniert das denn? Zusätzlich zu dieser Audiobearbeitung kann das Audio eben auch, weil es von uns ja analysiert wird, kann es dann auch in so kleine Schnipsel unterteilt werden, wo eben verschiedene Sprecher sind oder wo eben größere Sprachpausen sind. Und diese Schnipsel können dann zu Transkriptionsservices geschickt werden, also automatisierte Transkriptionsservices. Mhm. In dem Fall gibt es bei uns Google, die haben so eine Speech Recognition Engine. Dann gibt es VidAI, das ist von Facebook. Dann, was gibt es noch? Es gibt noch von Amazon der Spracherkennungsdienst und Speechmatics, das ist eine englische Firma. Die kann man dann einfach dazuhängen, da werden diese kleinen Schnipsel dorthin geschickt und kommen wieder zurück. Und dadurch kann man dann eben ein zeitliches Transkript erstellen. Genau, man kriegt dann den Text raus und die Übersetzung, die Qualität oder die Transkription nach Dienstunterschied, die auch nach Sprache. Genau. Und ist dann nochmal so ein extra Teil, den man dann aber separat kostenpflichtig nochmal abrichten muss, weil das sind ja teilweise sind die kostenpflichtig, teilweise auch nicht, so wie VidAI. Also VidAI ist quasi gratis. Und für Deutsch ist es besonders interessant, weil die intern anscheinend die Google Speech API verwenden, weil sie keine eigene deutsche Engine haben. Insofern kann man über VidAI Google auf Deutsch gratis einfach verwenden. Mhm. Das Ganze kann man sich in Templates sozusagen vorbauen lassen, dass man für seinen Podcast immer schon alles drin hat. Und, dann braucht man sozusagen nur mit die neue Datei hochladen und den Titel anpassen und die Beschreibung. Und dann der Rest wird automatisiert. Zusätzlich dazu kann man es eben auch noch auf verschiedene Plattformen schicken lassen, automatisch, also zum Beispiel auf Soundcloud oder Podcast-Hoster oder YouTube auch eine Videoversion schicken. Mhm. Und das wird dann eben alles automatisiert und in einem Ihr seid auch in dieses ganze Podlove-Ökosystem integriert, nicht? Das heißt, wenn ich mit Podlove meinen Podcast publiziere, wie integriert sich dann Auphonic da rein? Da gibt es mehrere Varianten, soweit ich das weiß. Also Auphonic bietet eben auch so eine Programmierschnittstelle, dass man unser System in andere Systeme integrieren kann. Und die von Podlove haben uns zum Beispiel integriert. Das heißt, wenn man jetzt Produktionen auf Auphonic macht, kann man die dann in Podlove ist eben so ein Podcast-Hosting-System, was man sich am eigenen Server installieren kann. Kann man dann einfach abrufen, die Datei, die von uns produziert worden ist. Beziehungsweise man kann es auch so verwenden,
dass man gar nicht auf unsere Seite gehen muss, sondern einfach in Botlauf die Datei hochlädt und die Metadaten eingibt und dann läuft unser Service nur im Hintergrund. Also ich nutze es ja auch schon seit vielen Zeiten. Es macht wirklich so den Workflow am Ende nochmal wesentlich einfacher. Das freut uns. Kosten zwei Stunden im Monat sind gratis, ne? Genau. Also und wie sieht sonst euer Bezahlmodell aus? Wie gesagt, also bei uns gibt's, jeder Account hat 2 Stunden frei im Monat. Also wenn man so einen kleinen Podcast hat, dann kann man das einfach gratis nutzen. Und darüber hinaus gibt's eben verschiedene Pläne. Also je größer der Plan ist, desto billiger wird die einzelne Stunde natürlich. Wir rechnen das eben in Audiostunden ab. Das heißt, wenn der Podcast jetzt 1 Stunde hat, wird sozusagen 1 Stunde verrechnet. Das kann man dann auch mehrfach prozessieren und wieder bearbeiten. Das ist inkludiert. Und du hast einmal ein Abo-Modell und zum anderen kann man Credits kaufen, ne? Genau. Man kann zum Beispiel so ein Abo haben, dass man 9 Stunden im Monat hat, das ist die kleinste Variante, und dann 25 Stunden. Das 9 Stunden kostet, glaube ich, 9 Euro. Oder man kauft ihm nur einzelne Credits und dann braucht man kein Abo, keine Subscription. Super. Wo findet man mehr darüber? Kannst du nochmal die URL sagen? Auphonic.com. Und wir haben eine große Dokumentation und Hilfeseite, wo das alles erklärt ist. Und wenn es Fragen oder Wünsche gibt, einfach bei mir melden. Also georg@auphonic.com. Okay. Und wir freuen uns immer, neue Sachen zu machen. Ja. Gut, okay, vielen Dank. Danke. Wenn wir auf der Podcaster-Konferenz mit Podcastern gesprochen haben, also viele nutzen Auphonic und wären sicherlich todunglücklich, wenn es diesen Dienst nicht gäbe, weil dann müssten sie sich sozusagen den Tontechnik aus der Cloud selber zusammenbasteln. Und das kann manchmal ganz schön schwierig sein und auch zeitaufwendig, da den richtigen Effekt reinzubekommen, um vielleicht hier mal noch einen gewissen Lautstärkeausgleich zu bringen. Und auch hier in diesem Podcast hört ihr ja, ich spreche hier im Studio in mein Studiomikrofon. Die beiden Interviews habe ich vor Ort aufgezeichnet mit dem F1 von Zoom. Habe da wirklich nur mit einem kleinen Mikrofon gearbeitet, deshalb sind auch etwas stärkere Hintergrundgeräusche. War aber für mich mal interessant zu sehen, wie das Mikrofon arbeitet. Gut, und Auphonic bringt das dann halt alles auf ein halbwegs passables Niveau. Ja, also könnt ihr euch angucken, 2 Stunden sind gratis, wenn ihr zum Beispiel euren nächsten Webcast gemacht habt und den online stellen wollt, nachträglich eine Aufzeichnung mit dem Ton, könnt ihr auch den MP4-Datei da mal hochladen und bekommt dann einen besseren Ton zurück. Einfach mal ausprobieren. Ja, und das zweite Tool, was ich euch auch noch vorstellen will, beziehungsweise das Brain hinter diesem Tool, den Sebastian, das ist StudioLink. Meinen anderen Podcast, den ich zusammen mit dem Chris Müller mache, unsere Sharepokalypse, die zeichnen wir ja immer über Skype auf. Der Chris sitzt in Zürich, ich sitze in Berlin, also die Distanz muss überwunden werden. Das machen wir halt mit Skype und einem Skype-Recorder, der beide Spuren, also seine Tonspur, meine Tonspur, unterschiedlich aufzeichnet. Das funktioniert auch ganz gut, ganz leidlich, aber es gibt 2 Dinge, die da eigentlich dran störend sind. Zum einen wird die Aufzeichnung von Skype durch die Übertragungsalgorithmen doch ziemlich stark komprimiert. Und also das Tonmaterial, was da rauskommt, ist gut hörbar, aber eben nicht optimal. Man hätte es gern ein bisschen hübscher. So, das ist das eine. Das andere, was aber teilweise tatsächlich noch störender ist, ist die Latenz. Das heißt, wenn man im normalen Gespräch sitzt, dann kann man ja sofort darauf antworten, ne? Wenn man aber über Skype ein Gespräch macht, dann vergehen immer so eine Viertelsekunde, bis man merkt, ach, der andere hat eine Pause gemacht. Und beziehungsweise bis man dem anderen ins Wort fällt, da gibt es immer diese komischen Verzögerungen drin. Und das kann StudioLink fast völlig ausschließen. Und insofern ist das ein tolles Tool. Wir haben es für unseren Podcast schon 5-mal versucht einzuführen. Es ist immer daran gescheitert, dass es dann immer so kurzfristig war, ach komm, lass uns das nochmal über Skype machen. Aber definitiv werden wir das im Laufe dieses Jahres auch dahin umstellen. Ja, und was genau mit StudioLink auf sich hat und wofür man das verwenden kann und was es kostet und wie es funktioniert, das erzählt uns jetzt der Sebastian Reimer. Servus.
Sebastian Reimers, ja, ich mache das Projekt StudioLink unter anderem. Ansonsten bin ich auch in der Community recht aktiv mittlerweile. Aber ja, das ist so mein Kernprojekt. Und StudioLink löst ein gewaltiges Problem für Podcaster, nämlich wenn wir nicht gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander reden wollen, dann haben wir bisher immer so Dinge genutzt wie Skype. Aber StudioLink macht das ähnlich, also auch eine IP-Verbindung für Voice-Austausch. Erklär mal genau, was StudioLink macht und wie ich das als Podcaster einsetzen kann. Genau, also das grundsätzliche Problem ist ja, wie kriege ich jemanden dazu, den ich nicht vor Ort verhaften kann für meinen Podcast, dazu zu schalten. Und da versucht StudioLink halt speziell auf die Bedürfnisse von Podcaster und Podcasterinnen so ein bisschen einzugehen. Das heißt also, dass gleich eine Aufnahmefunktion mit in der Software ist. Die Software kann man einfach runterladen unter studio-link.de und dann kann man eigentlich, wenn man die Datei ausführt, direkt loslegen. Dann öffnet sich ein Fenster und da kann man dann über ein nummernbasiertes System, wie man das unter Telefonnummern auch kennt, einfach sich gegenseitig anrufen. Genau, und den Client gibt es für Windows und für Mac? Und Linux. Und Linux, genau. Und wie gesagt, ich kriege dann so eine kryptische Adresse. Genau. Lass mir von meinem Gegenüber auch diese Adresse geben und dann können wir quasi wie ein Telefonat uns miteinander über IP verbinden. Genau. Wie zeichne ich das denn auf? In der Standalone-Version gibt es dazu einfach einen Record-Button. Die Standalone-Version ist aktuell noch nur für die Gäste und Gästinnen. Für den Host oder Gastgeber, Gastgeberin gibt es noch die Plugin-Variante unter Ultraschall. Das ist eine DAW-Variante für Reaper. Die gibt es auch für Arduino unter Linux. In der neuen Standalone-Version, die ich jetzt nächste Woche hoffentlich veröffentliche, sollte es dann auch so sein, dass man die Standalone komplett dazu verwenden kann. Nächste Woche heißt in diesem Fall Anfang April, würde ich mal sagen, genau, 2019. Richtig. Genau, ja. Genau, also du sagst schon, normalerweise ist das ja mit in dieses ganze Ultraschall-Projekt ein bisschen integriert. Das heißt, ich habe dann im Ultraschall meinen Kanal, wo ich den externen sozusagen in meine Aufnahme mit einmischen kann. Genau. Und wie gesagt, wenn ich das nicht habe, kann ich das auch in andere DAWs einbinden, das Plugin? Läuft das zum Beispiel auch mit Logix oder mit... Meistens nicht, weil diese DAWs in der Regel nicht so ein ausgeklügeltes Routing haben, wo man sich auch richtig gut anbinden kann. Das heißt also, theoretisch ja, praktisch scheitert es dann meistens an Kleinigkeiten. Ist das auf eine 1-zu-1-Kommunikation beschränkt oder kann ich auch mehrere Leute in so eine... Also die Plugin-Variante unter Ultraschall kann jetzt aktuell bis zu 10 externe Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu nehmen und die Standalone wird es dann wahrscheinlich mit 5 erstmal am Anfang und wenn das gut klappt, kann ich das auch auf 10 ausbauen. Mhm. Ist das Ganze kostenfrei, kostenpflichtig? Ich werde jetzt im Sommer das Ganze auf kostenpflichtig umstellen, weil ich hatte gesagt, während der Beta-Phase ist es erstmal kostenlos und das ganze Modell wird dann ab 1 € pro Monat sein. Das heißt, man lädt erstmal ein Guthaben hoch, kann da auch eine Rechnung generieren, wenn man das irgendwie abrechnen will über die Firma. Und dann kann man selber entscheiden, was dann monatlich davon abgebucht wird. Was unterscheidet denn jetzt die Verbindung von StudioLink zum Beispiel von einer Verbindung von Skype? Das hat ja auch einen qualitativ etwas anderen Anspruch, ne? Genau, also wenn man so ein System entwickelt, dann kann man halt seine Ansätze halt auf bestimmte Kriterien festlegen. Und Skype ist halt eher so für Wald- und Wiesen-Kommunikation gedacht und StudioLink hat halt wirklich so ein bisschen die Bedürfnisse und Einstellungen in Richtung hohe Qualität und ja, und vor allem bei Podcaster und Podcasterinnen ist es ja meistens so, die haben sehr hochwertiges Equipment. Das ist ja bei Skype nicht immer so der Fall und deswegen musste Skype da auch teilweise Kompromisse eingehen, die ich dann einfach weggelassen habe. Also zum Beispiel bei StudioLink ist es wichtig, geschlossene Kopfhörer oder halt relativ geschlossene Kopfhörer zu verwenden, damit man kein Echo hat. Bei Skype kann man ja teilweise sogar mit offenem Mikrofon und Lautsprechern arbeiten, weil das über Noise-Canceling rausgerechnet wird. Nur dieses Rausrechnen wiederum, das beeinträchtigt auch schnell die Qualität einer Aufnahme.
Und was ihr bei Studien ja auch macht, dass ihr fast latenzfrei arbeitet, nicht? Dass man nicht diese, wie man bei Skype halt, wenn der eine spricht und der andere fällt ihm ins Wort, dann gibt es immer so, weiß ich was, eine halbe Sekunde, Viertelsekunde Verzögerung, die das dann so, die diesen Fluss so ein bisschen hemmt. Das genau, fällt das, ja bei Studio Link weg, ne? Genau, das ist auch dieses Noise Cancelling. Dadurch, dass das Mikrofon zugezogen wird, kann es halt sein, dass das nicht schnell genug aufgeht auf der anderen Seite und das fällt da mit rein und ja, auch die Latenzen versuche ich so gut es geht zu optimieren an der Stelle. Du hattest doch auch mal eine Hardwarebox gebaut. Gibt's das auch noch? Genau, der im Grundgedanken ja, es ist ein bisschen hinten angestellt, weil ich jetzt so den Fokus auf die Software-Varianten erstmal lege, dass die gut funktionieren. Es wird jetzt auch hoffentlich dann bald auch eine App geben, so dass man das Ganze auch über Smartphone direkt nutzen kann. Da sehe ich einfach erstmal so die Priorität drauf, weil das hat jeder in der Hosentasche und damit kann man gleich loslegen. Und die Hardware hat aber sicherlich auch noch so ihren Anwendungszweck, wenn es gerade so in rauen Umgebungen oder man wirklich irgendwas aus der Tasche ziehen und direkt loslegen, ohne was zu konfigurieren oder... Und die Hardwarelösung ist im Prinzip auf der einen Seite Mikrofon, auf der anderen Seite Internet. Genau. Und dann macht ihr da zwischendurch dann sozusagen die Umsetzung und verschickt dann über, ist das das SIP-Protokoll oder worüber das verschickt? Genau, das ist das SIP-Protokoll. Dementsprechend kann man sogar auch in Studio Link einfach sich zum Beispiel bei ZipGate oder einem anderen ZIP-Provider einen Account anmelden und dann sogar normale Telefongespräche noch darüber aufzeichnen und führen. Oder über die Fritzbox, die bietet ja auch so die Möglichkeit, dass man da Accounts hinterlegen kann. Also das funktioniert auch ganz gut schon und das wird auch sehr gerne genutzt. Die Qualität ist natürlich dann nicht so gut. Da müsste man dann vielleicht nochmal ein Double-Ender aufnehmen auf der anderen Seite. Mhm. Aber wenn es nicht anders geht, ist das so die Notfalllösung, die man schnell mal benutzen kann für so einen O-Ton oder so. Ist das sicherlich nicht verkehrt. Du hast ja gesagt, hauptsächlich eine Anwendung für Podcaster. Gibt es denn auch, sagen wir mal, Business Cases, wo ihr sowas einsetzt? Gibt es das so Firmen, die sich für sowas interessieren, weil man bestimmte Sachen machen? Oder ist das ein anderes Spiel für diese? Ich hatte schon so Kontakte mit Dolmetschern, die sowas auch ganz gerne einsetzen, weil die natürlich auch ganz gerne so etwas qualitativ hochwertigere Geschichten gerne nutzen möchten und vor allem dann auch vielleicht auch an dieser Box interessiert sind, dass sie, wenn sie auf Veranstaltungen sind, vielleicht das Ganze sogar mit LTE integriert, dass man das Ganze dann direkt wirklich auspacken, noch nicht mal auf das Internet der lokalen Geschichte angewiesen ist, sondern einfach das direkt out of the box nutzen kann. Mhm. Super. Ja, wo kann man sich das runterladen? Sagst du nochmal die URL? studio-link.de ist die URL. Ja. Da alles findet klar. Man alle Links. Ja. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, die Links, wie gesagt, in den Shownotes zu Aufwohnig und zu Studio Link. Und dann, wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr euch mit den Ergebnissen oder den Vorträgen der Subscribe 10 etwas näher auseinandersetzen wollt, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal beziehungsweise auf media.ccc.de ist das, glaube ich. Aber wie gesagt, das verlinke ich auch in den Shownotes dort, wo die Vorträge sind, die auf der Konferenz aufgezeichnet wurden. Jo, das war's eigentlich für heute mal, für diese kleine Sonderausgabe zum Thema der gute Ton. Und wenn die jetzt fertig ist, geht sie hoch nach Aufwohnig und wird dann online gestellt. Und ich veröffentliche sie heute am Dienstag und am Donnerstag schicke ich nochmal eine zweite Episode hinterher. Das wird dann etwas traditionellere Ausgabe mit vielen Links, Tipps, Erfahrungen von der Internet Reloaded, vom Microsoft KI Festival, das, was ich so in den letzten Wochen gemacht habe und wo ich die eine oder andere Erfahrung mit euch gerne teilen möchte in diesem Podcast. Dafür ist er ja gemacht. In diesem Sinne, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was?
Auf Wiedersehen, ja.